Ja, wir müssen auch irgendwann mal weitermachen. Genug Pokémon gefangen. Ich bin bisher noch so ein bisschen, naja, traurig, was alles bisher nur gibt. Ah, wo sind Senior Raunea und Senior Billy nur hin? Überall dann ein Ort, von dem man aus dem man wunderschöne ländliche Felder überblicken kann. Aber wo in alles in der Welt soll das sein? Zu kämpfen? Wer bist du denn? Oh, ich hab dich gar nicht bemerkt. Und du bist? Moment, lass mich raten. Du bist Teil dieser Schülergruppe, die für die Exkursion aus Padea gekommen ist. Das stimmt. Das hier ist ein kleines Dorf. Da kommt einem so einiges zu Ohren. Ich bin Gemma, eine Reisende mit einem kleinen Faible für Kameras. Und das ist mein Partner Fukano. Schau dir nur mal das süße Horn auf seinem Kopf an. Fukano. Es kommt jetzt etwas plötzlich, aber darf ich ein Foto von dir machen? Ja. Hey Kleiner, die Zustimmung kam mir aber etwas zu schnell. Man darf Fremden nicht so leicht vertrauen. Naja, das Foto mache ich trotzdem. Tschüss. Ist doch nur ein Foto, ey. Du hast irgendwie was Besonderes an dir. Mein Interesse ist geweckt. Ich werde eine Weile hier im Dorf mein Lager aufschlagen. Sprich mich doch wieder an, wenn du all deine Aufgaben erledigt hast. Zum Beispiel, wenn du sagen wir 150 Pokémon aus dem Kitakami-Pokédex gefangen hast, hä? Wie viel habe ich bisher? Jetzt gar nicht kämpfen. Mann. Ich wollte kämpfen. Ich will immer kämpfen. Die einfach ein Foto, ey. Ich glaube, es hackt oder was? Ein Foto, ohne kämpfen zu wollen. Bin ich denn jetzt reingerast? Och nee. Ich hasse jetzt Gen 5 Pokémon. Ach, da war ja was. War der geschwächt? Ah, scheiß drauf. Kein Problem. Kein Problemchen für Baljan. Ich überlege aber mal, Pokémons zu fangen. Was ist das denn? Okay. Ja, gut, ne? Wer kennt's nicht, dass man die Hände da durchmachen kann? Ja, mein Kopf auch. Ja, ich schaff das schon. Jawohl. Wir sind einfach nur krass. Das schafft nicht jeder hier so. Kopf durch die Bandage zu machen. Durch die Wände. Ist dumm. Wir sind gerade mal groß genug dafür. Oh, das ist ein schönes Thumbnail. Jetzt guck mal richtig. Mensch. Guck geradeaus. Perfekt. Wer weiß, ob ich das nehme oder ob ich es bis dahin nicht schon wieder vergessen habe. Ja, willst du kämpfen, bitte? Ja, danke schön. Man muss jemanden zuerst ansprechen, bevor man die Person zum Kampf auffordern kann. Ja, immerhin. Tatsuro. Ich hab da hinten eine starre Lili gehört. Also so ein bisschen unfair ist das ja schon, muss ich sagen, aber... Naja. Tut mir leid für dein Knopfhänse, es wurde komplett... K.O. besiegt. Was mehr hast du nicht? Oh, Nachtnebel. Ja. Oh, Stauner mag ich nicht so. Und eine Giftattacke kann man ja immer mal haben. Wampitz möchte Funkensprung. Interessant. Das als Tackle. Ja, mal gucken, wie lange Wampitz drinnen bleibt. Ich habe mir immer noch keine Gedanken so richtig ums Team gemacht. Manchmal bin ich es echt leid, den Regeln des Fairplay zu folgen. Junge, Alter, chill mal. Also. Ich habe immer noch nicht geguckt, wann sich Groff entwickelt. Oder wie. Das kann ich mal schnell. Kann ich mir mal schnell googeln. Ja. Groff. Groffi Groff. Groff. Ah, jetzt macht er mir Google Übersetzer auf. Heißt Schroff. Oder? Jetzt bin ich schon. Ne? Level 30 nachts.
Aha. Ist doch Nacht. Mich verarschen? Was zählt für Nintendo als Nacht? Zeit. 18 Uhr bis 4 Uhr. Ja. Ja, Schroff. Gruff heißt Schroff. Hast du noch kein Level-Up erreicht? Gut. Bist aber Level 30. Das heißt, beim nächsten Level-Up entwickelst du dich. Staradillis! Ich liebe den Ruf von Staradilli. Er ist so schön süß. Los, ruft für mich! Macht euren Ruf. Mach. Mach. Bitte. Bitte. Wir wollen einfach nicht. Okay. Für meine Staradillis. Oder ist die Mehrzahl von Staradilli Staradilen? Ich hätte gerne einen Knapfel. Wenn das möglich wäre. Nee, du bist kein Knapfel. Nee, ich will dich nicht. Du bist Gen 5, Alter. Und jeder weiß... Nein! Ich will jetzt keine Pokémon fangen. Wir haben in der letzten Folge genug gefangen. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, den Pokédex zu vervollständigen. Und sollte ich das wollen? Das ist einfach ein Minenfeld an gegnerischen Pokémon. Es könnte sich da drin auch ein Knapfel verstecken, ohne dass ich es bemerke. Oder die sind hier einfach. Was strahlst du denn so? Das ist ein besonderer Typ. Okay. Okay. Finde ich gut. Ist nett. Oh mein Gott. Nein. Na. Habe ich da gerade den Boden gesehen? Durch den Boden durch? Nintendo, nein. Game Freak meine ich doch. So, ich muss es ja erstmal. Ja, ich muss erstmal besiegen. Ja, stimmt ja. Scheiße. Ey. Was war denn das für ein Typ? Mal schon mal das nächste Pokémon, was ich googeln muss. Ein Zorapfel. Wie kriegt man einen Zorapfel? Ich habe keine Ahnung. Ein Zorapfel. Ein Zorapfel. Dieses Pokémon lebt im Inneren eines Apfels. Ohne diesen verliert seine Körperflüssigkeit, wodurch es schwächer wird. Das ist traurig. Ein Zorapfel. Saftigen Apfel anwenden. Wo gibt's den denn? Am Mündungsufer oder am Apfelhügel? Okay. Ehe wir den gefunden haben, wird es erstmal keine Entwicklung geben. Also müssen wir noch ein bisschen auf unseren Zerapfel warten. Setz dich da drauf, du sollst die Punkte einsammeln. Barschau mit Käfertyp. Käfertyp. Welcher Typ waren das bei der Mega-Entwicklung? Käfer? Käfer! 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 Warum Käfer? Warum hast du dort zwei Attacken? Was? Echt jetzt? Oh,
der Pokéball wird aber ganz hart beschützt. Dankeschön. Aber vor der Nase weggesnaggelt. Frage ist, hat ein Knappfell immer nur so zwei Attacken? Äpfel! Äpfel! Ja. Ich gönn mir lieber sonst. Hast du Mitnahme? Ja! Geil! Äpfel sind häufiger pro gekocht und am Kampf eingesetzt. Dann geben sie mir doch mal ein paar Apples. Ja, es hat ja eh nur zwei Attacken. Dann wird jetzt Zeit, dass Eisenkrieger mal mehr Beachtung bekommt. Wie es verdient. Wie er verdient. Es oder er? Oder sie? Man könnte es ja als das Pokémon sehen oder als. Ja, haben wir immer ein Geschlecht. Aber es passt gerade. Dass ich so spät aufnehme am Freitag. Dass es sich auch in meinen Kruf entwickeln kann. Level 30. Auch nur 4 EP. Meine armen Knappe haben verloren. Oh, eine Tüte Mitleid. Oh, traurig war Knapfel. Wie hätte denn ein Knapfel verlieren können? Also ehrlich mal. Was für ein Erstauner und... Nee, sauer war es nicht. Oder? Ich weiß es einfach nicht. Auch nicht durch das Minenfeld ein Pokémon gehen. Noch ein saurer Apfel. Ich weiß ja nicht. Hallo, können wir kämpfen? Eisenkrieger hat noch Bock zu kämpfen. Hier geht's zum Gefährtenplatz. Bevor ich dich hinlasse, musst du aber gegen mich kämpfen. Ich brauche eh noch ein paar EP Kaya. Pfiffchen. Okay. Okay, Eisenkrieger ist S. Das ist nicht einfach das nächste E-Pokémon, was ich hier trainiere. Krass. Echt krass. Gibt echt schöne Pokémon hier. Ich. Nee. Paragraf. Ich habe halt nur zwei Pokémon, die kämpfen können vom Level her. Und der Rest ist einfach zu weit weg. Wow. Ist halt ein Nachteil, wenn man kein Feuer-Pokémon hat, was einsatzfähig ist. Naja, egal. Haben sie ja trotzdem besiegt. Uff, du musst dich entwickeln. Alles klar, du darfst weitergehen. Gefährtenplatz voraus. Es Sonderbombele. Ich bin ein reisender Entwickler von Smart Rotom Apps. Ah, du hast ein Smart Rotom. Ich kann dir ein paar fesche neue Funktionen installieren. Ja, und jetzt? Ein Smart Rotom wurde aktualisiert. Das Design des oberen und unteren Rahmens, in dem du die Apps ändert sich je nachdem, welche Handyhülle du für dein Smart Rotom nutzt. Probier es doch mal mit verschiedenen Handyhüllen aus. Technologie ist schon was Tolles, nicht wahr? Oh, noch ein richtiger Angeber hier. So, ich habe doch hier auch Sachen für EP gewinnen. Doch bestimmt hier. Wow. Echt jetzt? Nach dem Kampf.
Oh, passt schon. Okay. Mitnahme finde ich ja sehr nett. Unendliche kostenlose Items. Hallo. Yo, wo bist du? Das hier ist die erste Infotafel. Oh, das hier ist die erste Infotafel. Ach, ich habe dich etwa erschreckt. Das wollte ich nicht, tut mir leid. Aber wir hatten ja abgemacht, dass wir uns hier treffen würden. Egal, wir sollen lesen, was hier geschrieben steht, stimmt's? Ja, ja. Ich kenne die Geschichte schon, daher, nur zu, lies sie dir durch. Es war einmal. Ja, richtig gerade, irgendwie geil. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Es war einmal vor langer Zeit, da lebte ein gar furchterregender Oni in Kitakami. Der Oni von Dead by Daylight? Riese. Er hatte sein Lager auf dem Berg hinter dem Dorf aufgeschlagen und bedrohte jeden, der es wagte, diesen zu betreten. Eines Tages stürmte der Oni rasend vor Wut den Berg herab und griff das Dorf an. Durch eine glückliche Fügung des Schicksals waren Schutz zu jener Zeit auch Bonino, Benesaru und Beatore zugegen. Unter Einsatz ihres Lebens vertrieben die drei den Oni und drängten ihn auf den Berg zurück. Als Ausdruck ihrer Dankbarkeit tauften die Dorfbewohner die todesmutigen Recken auf den Namen die drei Gefährten. Sorgsam bestattete man ihre sterblichen Überreste und errichtete darauf zu ihren Ehrenstatuen. Die Gefährtenstatuen stehen übrigens auf dem Platz dort hinten, wenn du sie dir ansehen willst. Falls du dir unter Oni nichts vorstellen kannst, das bedeutet in Kitakami so viel wie Ungeheuer. Aber findest du nicht auch, dass der Oni aus der Legende irgendwie ziemlich cool wirkt? Ja, total. Ja, gell? Wusste ich doch, dass du mich verstehst. Wie er es gleich mit mehreren Gegnern auf einmal aufgenommen hat, ist echt abgefahren. Aber ich schätze mal, die meisten Leute haben eher Angst vor dem Oni. Dabei sehe ich dafür gar keinen Grund. Weißt du, als ich noch klein war, bin ich ganz oft nachts allein auf den Berg gestiegen. Das macht man aber nicht. Aber den Oni habe ich dabei nie gesehen. Dafür gab es umso öfter eine Standparker von den Erwachsenen, wenn ich erwischt wurde. Ja, wir sollten ein Foto von uns vor der Infotafel machen, oder? Könntest du das übernehmen? Ich habe kein Handy. Was? Wie haben wir das denn jetzt gemacht? Okay. Das sieht irre aus. Selbst im Fotografieren bist du der Hammer. Willst du auch mal? Sorry, so war das nicht gemeint, aber nächstes Mal vielleicht. Um ehrlich zu sein, war ich nicht besonders scharf auf diese Exkursion, aber weißt du, vielleicht ist das alles am Ende doch gar nicht so übel. Wenigstens kann ich hier im Dorf die Natur genießen und reden, zumindest mit dir. Wenn du willst, könnten wir ein Picknick machen und ein Sandwich essen oder so. Agia! Ja! Was ist das denn? Ein Monster? Es ist kein Monster, sondern Miraidon. Es mag Sandwiches. Es heißt also, Miraidon lässt sich auf sich reiten? Sein Pokémon habe ich noch nie gesehen. Und es kommt jedes Mal aus seinem Ball, wenn es das Wort Sandwich hört? Agia! Wahnsinn, das ist ja das krasseste Pokémon, dem ich je begegnet bin. Du bist eben was Besonderes, Tim, deshalb bist du auch so stark. Oh, wir sollten langsam weitermachen. Die nächste Infotafel steht auf dem Gelände des Kitakami Kulturzentrums. Um dorthin zu kommen, musst du erst zurück ins Dorf, dann über die Brücke und zum Schluss noch den Berg hoch. Geh du schon mal vor, ich treffe dich dann dort. Agia? Kein Sandwich für dich. Es hat Sandwich gehört, es kommt raus! Nein! Kampf? Kampf? Ich möchte kämpfen. Kampf, Kampf, Kampf. Oh, hier sind die drei Wächter. Ich würde den in der Mitte nehmen, den Hundi. Ich habe die jetzt nur klein gesehen. Mal gucken, wie groß sehen die bestimmt noch krasser aus. Toxin, hallo. Ein süßer Apfel. Ich brauche noch ein bisschen EP-Skis.
Fenster, gibst du mir die? Ich möchte doch, dass sich mein Pokémon entwickelt, mein, Na, ihr wisst doch schon. Na, ihr wisst es doch, der Kruff. Mensch, ist mir gerade nicht angefallen. War der Name einfach weg. So, ach nö! Vom Strawigel. Du wirst jetzt besiegt. I need these XP. Hüffchen wollte sich auch den Kopf anschließen, hat sich dann aber doch anders überlegt. Schlaues Hüffchen. Rum, rum, ey! Ich mach das nicht. Dafür gibt's Mond mit Gewalt in die Fresse. So, Griff. Wie, du entwickelst dich jetzt nicht? Ja, will den Schuss erlernen. Ach, Wampels! Ja. Besser als die Schelle ausleben. Oh, Phantomkraft. Ja, natürlich. Und dann entwickelst du dich. Mag recht Hand nicht. Okay, es ist geil, aber freu nicht. Hä? Alter, ich will doch nicht. Wann entwickelst du dich denn, Kruff? Wann zählt denn hier Nacht? Oder zählt das nur ein paar Dea? Zählt das echt nur ein paar Dea? Mal gucken. Ja. Keine Ahnung, warum sich Kruff nicht entwickelt, aber. In der nächsten Folge geht's weiter zum nächsten Punkt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.